Spiele bin ich zusammen mit dem Toni an der Vierbucher Mühle gewesen. Wir haben wieder mit Spoon, Gummis und geschlepptem Teig geangelt, sowie mit der passiven Route auf Stör diesmal. So, dann kann ich mal anfangen zu angeln. Alles aufgebaut. Was sagst du? Jetzt kann ich mal anfangen zu angeln. Alles aufgebaut. Pass auf, ne? Ich weiß eben rüber, ne? Dann kommt dich jetzt. Ja. Mach wohl, kein Problem. Da denkt man, das ist der Baum, ne? Schnell, schnell, schnell. Und zack kommt der Floh rüber und beschlagnahmt unseren Angelplatz. Kleine Showeinlage. Hau rein. Komm, zack, der eine. Da bin ich drauf. Gut? Das ist schon der erste Biss. Hat er wirklich? Der Kerl ist echt eine Granate, den muss man echt mal live erlebt haben. Super Typ. Da oben hast du einiges fangen, da oben. In der Ecke, ne? Wenn man selbst steht oder so? Ne, da in dem Baum, meine ich. Da oben, okay. Ach so, da, ja, okay. Das ist gefährlich jetzt, ne? Wie der hängt. Vor allem, wie das Seil da hängt jetzt, ne? Bis. Hast du überall Bisse, wa? Hm? Hast du aber überall Bisse. Läuft. Was hast du noch mit? Jetzt geht's ab. War ja klar, ne? Du musst natürlich gerade da durchschwimmen, ne? Ach nee. Und der Stuhl hängt auch dran. Hier ist er weg. Der Stuhl war auch dran. Mhm. Er ist Gott sei Dank nur ausgeschleppt. Den Haken hatte ich noch. Ja, so bin ich. Da ist echt ein Stuhl dran. Was tust du? Scheiße. Die Route wurde direkt wieder neu angeködert und an der gleichen Stelle ausgelegt. Toni hat sich an diesem Tag mehr auf die geschleppte Variante mit Powerbait entschieden. An der Pose ungefähr 1,20 m bis 1,50 m tief geschleppt. Der erste Biss sollte auch nicht allzu lange dauern, da die Forellen direkt im Uferbereich umherzogen. Fisch Nummer 1 für Toni und so kann es weitergehen. Achtet gleich mal auf den blauen Pfeil, da ist Toni seine Pose am Schleppen, man kann schön sehen, wie die Forelle beißt. Der Fisch biss auch wieder auf Powerbait. Anfangs fing Toni auf gelb und grüne Farben. Im Laufe des Vormittags und zum Nachmittag variierte er auch mit Schwarz-Weiß. An diesem Tag hatte ich wirklich vor, komplett UL zu fischen, abwechselnd mit Spoons und Gummis. Mit Spoons bekam ich am Anfang wirklich sehr viele Fehlbisse,
Aus dem Grund habe ich mich entschieden, dann auf Gummi zu wechseln. Fängt das schon wieder an, schon wieder eine Forelle verloren. Bald weiß ich schon nicht mehr, wo dran es liegt. Die Haken sind wirklich absolut scharf. Zur Vorsicht habe ich aber trotzdem mal den Haken getauscht und probiert das dann wieder mit einem neuen Gummi. Schöne Lachsgrad verloren. Schöne Lachs schon wieder verloren. Mit Lachsfallen habe ich hier kein Glück. Ehrlich nicht. Ähnlich wie bei den Fehlbissen auf Spoons bekam ich bei den Gummis auch öfter mal nur einen leichten Anstoß, als würden die Forellen gar nicht nach Schnappen, sondern nur mit dem Kopf oder kurz mit dem Körper den Gummi oder den Köder berühren. Diesmal sieht es besser aus und der Haken scheint perfekt zu sitzen. Ja, mach das, mein Jürgen hast du. Ups. Nützt ja nichts, ne? Ja.
soll ich dazu noch sagen? Hauptsache die Reflexe stimmen noch. Komm mal rüber. Von derselbe drauf, da geht ja auch nichts. Ich auch nicht den Mini-Flavor. Lachs oder? Läuft. Nun habe ich so viele Bisse gehabt, kurz angestoßen und direkt losgelassen. Ich hab die Biss hatte die hinten direkt, ne? Oh, das Huhn, ne? Ja, das war klein. Ja, ne? Ein Stück war. Ja, jo, ein 6, 1, 5 war drauf. Aber die haben mich nur angestopft, ging nicht. Aber viele Bisse gab es nicht angefangen. Da musste die nie drauf, die haben sie direkt voll genommen. Aber eben einmal mit der Huhn gehabt. Ja, ich habe jetzt die drei Lachs verloren und zwei habe ich ja verloren. Ja. Ich möchte die Hunde hier sein, habe ich auch hinten mal in der Ecke geangelt, ein bisschen an der Platte. Du kannst ja alles sehen aufgrund, so klar war der. Ja, wenn er richtig klar ist, da kannst du, wenn du oben stehst, dann siehst du alles hier. Da kannst du bis auf den Grund gucken. Ich glaube, ich habe dich nicht so verzeugt. So, jetzt geht's weiter. Ja. Mit dem Wetter hatten wir auch Glück an diesem Tag. Es hat vielleicht insgesamt 15 Minuten geregnet. Und die Temperaturen lagen zwischen 20 und 25 Grad. Wie sieht aus? Hier noch Bescheid. Weiß ich oder was? Ja, es sind heute zickig. Hat sie doch eine Telefon. Hast du genommen? Ja, Peter. Da geht aber Peter. Aber wie viele Bisse heute? Gehen sie nach, packen einmal oder dann so. Das wäre auch zu einfach, wenn jeder Wurf ein Treffer wäre. Bitte? Ja, sonst zu einfach. Wenn jeder Wurf ein Treffer wäre, macht das keinen Spaß mehr. Nee, lieber über den ganzen Tag verteilt. Das denken aber alle. Ja, das ist momentan. Das kannst du mit dem ganzen Tag verteilen. Was für ein Treffer? Ja, das ist ja manchmal, wenn der Video so aus. Kälter wird und mehr aber Wasser ist so. Und alles. Dann geht halt morgen Tau hoch. Ja, das ist hart. Ich brauche ja dann 2 Stunden. Dann mittags eine Rollstunde von 1-2 Stunden. Das macht hier lieber. Dann hast du morgens 6 Stunden sonst geangelt, mehr oder weniger. Ja, klar. Ich bin schon zufrieden, meine anderen Tage schon perfekt. Aber die Leute wird gut, ne? Ich hab 5 Stück jetzt. Wie viel? 5. Ja. Keine Golf, oder hat's auch, ne? Alle auf einen kleinen 1,8er Spoon. Gut. Gleich laufen. Und dann relativ langsam angefangen. Mhm. Ja, hat die jemand. So absinken lässt, nehmen wir jetzt. Ja. Der Frank, der hat jetzt plötzlich so reingeschmissen, absinken lassen, unten gelassen. Ne? Ja, dann haben wir ein Stück hoch, sagt er. Dann haben die den unten bestellt mal geholt. Ne? Mhm. Die riechen hier auch. Ja, haben wir dann nicht ausprobiert. Wir haben teilweise die Finger auch ganz einfach an der Pose aufgeschleppt. Genau. Das ist das alles. Das ist. Im Endeffekt ist das nichts Neues und auch nur mit dem Spoon. Ne? Das ist,
Scheiße. Kann man dir helfen? Ich hab vielleicht länger Arme als du. Weil du sieht gar nicht gut aus, was du da machst. Pisse, Junge. Musst du balancieren da drüber. Flo. Hier, macht der noch. Der ist so verrückt. Soll ich dich festhalten? Gleich daneben liegt, da kommt auf jeden Fall gut dran. Warte, ich mach einen Kameraschwenk. Bis. Ja. Hey, jetzt geht ja los, ne? Jetzt haben die Zeit, die brauchen ein bisschen Gewöhnung, dann... Mhm. Die haben Chance, dann dran zu kommen, eigentlich losmachen, guck mal, rüber hier. Die Tour. Dann komm ich noch dran. Wie viele Schnur hast du hinten noch? Ist genug dran. Ganz schnell abmachen. Ich hab Stress genug auf der Arbeit, da kostet man noch was. Das ist ein ganz neuer Bratton. Hier, lass den, ich mach den dir ab nachher, wenn du weg bist. Bringst mich noch ins Tal. Dann sowas auch. Kein Thema. Du kannst mich halt nicht wenden. Ja. Ja. Das sind nur die richtigen zum Räuchern in der Größe. Ja, die kannst du top räuchern. Ne? Ja. So, wir kommen mal her. Das ist gerade so. Ja, zwei Kilo. Platz genau. Zum Abtropfen von der Hänge noch, von der Länge noch. Ne? Ja. Wenn du größer so musst, musst du fast reduzieren. Ne? Ja, was ich schon mal gemacht habe, wenn ich größer habe, dann habe ich den Kopf angenommen, habe die dann ohne Kopf geräuchert. Ja. Und fast auch noch halt. Geht auch, logisch. Ne? Aber die sind echt von der Größe ideal. Die sind toll. Du kannst den Übergang von der normalen bis zur Lachs. Ja, ja, du heute sind 800 bis 1,2 Kilo Geführung. Halt mal. Du erstmal Hände. Nee, da komme ich nicht ran. Darum schalte ich. Das funktioniert nicht. Halt nicht, ja, ist gut. Halt dich hier fest. Du musst echt die Kamera schwenken. Irgendwas passiert da gleich. Nee, da geh in der Nähe. Ja, du hast einen Schafzeuger dran. Der gute handlackierte Preston von Kevin Eickamp. Flo wollte ihn unbedingt retten. Jetzt muss der Sandy erstmal wieder schlimm gehen. Junge. Ich hätte hier schon wieder Ärger, ey. Kennst du doch. Preston geht vor, ne? Nimmst du alles auf? Na, ich weiß nicht, ob ich es drauf habe. Leider, ich wollte gerade schwenken, hey. Hab ich Rad abgerissen. Ich wollte gerade drüber schwenken, aber hat Seil ab. Aber wir haben dich trotzdem alle gern, Florian. Nicht so. Das glaube ich aber, Toni, wa? Gute. Das ist schon mal hier von der raus. Was macht ihr denn jetzt da? Toller denn hier? Ja, da ist die Köder jetzt drauf. Das ist eine Restkiste an der Wand. Da die noch schön rein, weißt du? Du sammelst die. Muss ja aber mal anfangen hier. Ja. Kann doch nicht sein. Ja, baller mir jetzt zwei, so gibt es denn ja. Richtig, ne? Noch einen kleinen. Klein auch. Ja, die machen keine Gefangenen, ne? Ach, die machen nur hier. Ja, meinst du, lassen wir die jetzt alleine gefischt, oder was? Das war alles, das war alles inszeniert. Da, hier. Das war alles inszeniert. Siehst du? Ich kann das. Und ich geh weg hier, sonst krieg ich noch ab. Was will ich Biss haben? Was haben wir gelacht an dem Tag? Einwandfrei.
Na, was ihr wollt. So, Petri, heile. Wegen mir kannst du aber bleiben. Ja. Stimmt, hier, bis fange ich Fisch. Ich gehe, dann will ich gucken, mich halt an. Nee, nee, alles gut. Ich achte es gar nicht. Die Grenze aufgemacht. Die Grenze oft zum Fisch. Hau rein. Das war Taktik. Erst ein Seil schmeißen, Seil raus, alles richtig gemacht, ne? Was? Deine? Aber da hinten die, oder? Ja, hier war gerade. Mal gucken. Auch so schön. Ist hier, oder? Da war doch ein Stiel gesprungen. Das war kein Lack. Ist das wieder dran? Nee, ne? Hier war mal kurz dazu. Aha. Tack, 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 pop, pop. Ich würde sagen, ausgeguckt, Toni. Nee, der ist noch dran. Der ist safe, der ist safe. Der ging recht ab. Edge. Ja, genau. Da ist kein bisschen Schadenfreude im Spiel. Kein bisschen. Ich habe einen Fahrkasten aus dem Maul gezogen. Dann habe ich einen Hubschrauber und wieder euch den geilsten Biss von der Goldforelle auf sich gekriegt, den ich hier hatte, ehrlich. Ja, wenn ihr mal ein Video habt. So geil, so hammergeil. Die habe ich ja zweimal angeworfen. Den ersten Mal hat sie direkt ausgespuckt, da habe ich gepennt, war ich zu langsam. Den zweiten habe ich dir eine gekachelt. Da hing sie. Aber echt ein geiles Tier, 4,8 Kilo. War eine geile Gold. Mein Lauf, ne? Mhm, mein Lauf. Und die andere Frau mit am Rand, die Lachsforelle, ne? Den Boxster so gezuppelt, ne? Voll drauf knallt. War kein Boxster, war dann mal so ein Probait. Okay. Ich sollte jetzt fast schon den anderen, das geht nicht. Ist noch da, ist noch da. Oh, ja, nicht gelassen. Ich hab angeworfen, ich hab beigezogen, dann ist voll drauf. Falle, Fond. Ja, das ist schon richtig voll drauf knallt. Einfach gut war die Mutter aufgezogen. Schau, der hat durchgelassen. Das finde ich gut. In der Absichtphase habe ich ihn nicht geschnappt. Der 70er nimmt irgendwie den 50er komischerweise, ne? Hier war, da wollte ich vor zwei Tagen eigentlich ein bisschen ultraleicht angeln, ne? Ja. Kam dann dazu. Und Rute rausgeworfen, Auftrag, da ging einer nach dem anderen, ne? Das war echt der, hat gerade die Rute in der Hand. Papi. Ne? Ja. Eine Frau, du hast wieder ein, so mehr. Ne? Ist der neue Farbe?
schon die. Die haben schon die hier, die kleine. Kleine Kaffeepause zwischendurch geht immer und tut gut. Ich komme. Ich muss mal Brötchen aufbeißen. Ich muss jetzt auch mal Brötchen beißen. Was da mit bist, der doch tun hier. Der hat ja da nicht richtig Spaß gehabt. Ich packe mal 5, dann mach ein bisschen tiefer runter. Rechte. Was? Goldforelle. Der ist reingefallen, rechts ist. Gesehen? Nein. Schön, dass der andere da ist. Der hat der Pal in blau-silber mit einem weißen Hintergrund wieder zugeschlagen. Die Goldforelle habe ich schon gesehen, aber scheinbar schwammen sie neben der Forelle her, die dann gebissen hat. Immer noch der gleiche Spoon und der nächste Fisch kommt auch direkt. Ja, Lachs. Alles deine oder echt, ne? Nein, deine. Die normale? Die normale. Ich will nicht immer nur Lachs vor oder so, will ich. Kann ich. Jetzt aber! Jetzt gibt's alles was? Läuft! Mal in der Ecke da rein. Das war der dritte Fisch auf dem gleichen Spoon innerhalb von 10 Minuten. Links oder rechts, will ich den Fisch. Kriegt er nichts, ne? Wie war das schon wieder los hier? Ich hab Farbe erwischt. So, still und heimlich hier, ne? Ich kenne den Schütz so lange, ne? Das ist ja gut. Das muss doch sein, ne? Ich hatte eben auch alles auf einen kleinen Donner genommen. So ein bisschen Gelb mit so in dem Farbschema hier, ne? Da gibt es noch drei Stück, ne? Aber ich kann halt das Kühl gefällt, das wir gehabt haben. Ich habe das Kühl jetzt hier in den Kühl mittlerweile. Aber auch noch ein bisschen tiefer. Das nur ich habe 1,6. Also ich bin ein bisschen tiefer. Ne? Ich habe den Abhängen und Kurbel dann ganz langsam. Ne? Auch im Abhängen sehen wir mal einen Kühl. Ich habe schon abgekühlt, ich habe ein bisschen Luft geworfen. Nicht so angekurbelt. Ich habe gerade das Kühl gehabt und nehme ich ihn ab. Oh, alter Schwede. Das hat gut gesehen. Hast du gerade gesehen? Das war eine 4-Kilo-Sau. Leck, Mio. Kann gerade die richtig große Hoche vorne. Hä? Ich kann gerade die richtig große Hoche vorne. Vielleicht ist es schwer. Ja.
Jetzt kannst du abschneiden. Mach bei dem Spoon echt aus. Den ganz anderen Lauf. Ja, den hab ich jetzt gerade dran gemacht, direkt hintereinander gefangen. Mit dem. Ein und frei. Kann ich mitnehmen? Ja, kannst du mitnehmen, sicher. Ja. Mit dem Räucherlachs konnte Marcel seinen Vater noch einen schönen Stör an diesem Tag fangen. Stör probiere. Bitte? Achso. Wir testen nochmal. Zum Testen bekam ich kleine Gummiwürmer, die man hinten noch an den Spoonhaken befestigen kann. Ja, die kriegen wir, die schlagen wir aus, die kriegen wir mit den schönen. Wir haben eine Unwucht dann, ne? Ja. Du lassen dich dann unheimlich gut führen. Die kannst du langsam auf die Schlagen werden die weiter oben. Auch die ist dann gelegt. Manchmal bei den 170, das stimmt. Dass auch in oben sind. Leider konnte ich mit der Taktik keine weitere Forelle landen. Wie es immer so ist, der Kollege ist gerade was essen und zack, bis auf seine Route. Manchmal hatten Hände zu wenig und ich habe das Unheil schon kommen sehen. Was war dein Schwör? Ja. Shit happens. Das ist auch ein Haken für ein Heilboot. Die zweite Route drin von dir und nur soll ich in der Kurbeln, wenn deine Pose so lang ist. Also irgendwann eng. Und die zweite Route hatte ich drin, das funktioniert. Ist ja immer so, jeden Rad mal weg, ne? Ja, ein Riesenhaken. Ein Stör? Ja, ein Stör. 3 Kilo. Hm. Jetzt kommen wir in der Nähe. Der hatte nach einem großen Spiel, glaube ich, mit. Hier war es schon mal an die richtige Ecke. Ja. Neu angeködert wurde die Route direkt unterhalb des Busches neu ausgelegt. Okay. Was ist das? Ja.
Und ja, aber lange getrippelt, lange hergegangen. Lachsforelle. Ja. Mach hier nimmer. So. Lachsforellchen. Dein Kadaver, oder? Mhm. Einfach mal probiert, ne? Ja. Den unten kannst du nur hier in der Tiefe stehen, ne? Ich hab ja kein Netz zum Telefonieren, ne? Ne, das ist so. Das ist schön, das ist nur so eine Ruhe. Da dran sind, da glaube ich nicht. Forelle oder? Ja. Mit auf Fisch. Genau. Macht Video. Die kommen hier. Ah, die kommen. Das ist nicht der Mauer, oder? Von Rentner. Das ist der nächste Stör. Gebissen auf Räucherlachs mit einem halben Tauwurm. Bevor der Biss jetzt kam, ist an der Pose unten am Köder auch schon bestimmt 3-4 Mal gespielt worden und die Pose immer um einen halben Meter verrückt worden. Wollt jetzt heute endlich mal einen Stör fangen? Oder ist jetzt die achte, die jetzt nicht hängen bleibt? Nee, nee, nix achte. Nix achte. Ich hab doch schon so viele Störe released. Ah. Oh, Pinguin. Hat doch mal Zeit hier. Du, der schickeste Boxer. Danke dir. Hallo. Den Namen? Hallo. Was denn? Ich hab nur. Man hat mehr nur, ne? Ja. Bis 4 Gramm, ne? Schönes Rütchen. Nano Diplomat mit 4 Gramm. Power. Sieht gut aus, ne? Das ist echt Bombe heute, ne? Der Nektar ist voll. Irgendwann Weihnachten ein paar Lämpchen rein. Ich bin leicht jetzt, ne?
Der hat sich gelangweilt bei euch in der Ecke. Tut mir leid. Ja, das ist gut. Ja, gut. Cool. Oh, schön, ne? Ja. Willi gibt schon mit kleinen Fisch ab. Ja. Lachsforellen sind schön, ne? Herrliche Tiere. Ja. Und das gilt mit der kleinen. Ein Stör. Der nicht mehr stört. Da hier wieder. Jo, da ist einer. Da ist ein Stör. Und wieder auf Räucherlachs mit dem halben Tauwurm. Toni, langsam wird es stressig. Rand vorbei. Ist ja nichts an Ende. Nee, alles gut. Kein Drama. Ich kann ja nicht verhauen, da ist er mit der Horte geschmissen. Da wurde sich verzügelt nachher. Ich habe die ganze Moin an mich gedacht, du Scheiße da, jetzt sind die alle am Angeln. Ja, der, der Stefan, der hat mich aus Düsseldorf, der hat mich schon an mir angeschrieben. Da wollte ich nochmal auch noch kommen. Du sagst mir, der Flo wäre auch hier. Der Peter hier, der noch selber hier. Ja, ja. Mal ganz kurz die Runde heute Morgen. Was passt? Ich bin längst wieder da. Und nach dem Angelpark, ne? Schon mal überwinken. Überwinken. Ich kann auch immer Bildmaterial verwenden. Kein Problem. So, ich bleib jetzt nicht lange, wo ich bin nicht heute. Bis zum nächsten Mal, ne? Zum nächsten Mal.
muss auch denken, wenn du gleich aus der Kamera gehst, musst du immer singen. Ja, ja, ja. Ja, hab ich ja schon im letzten Video gemacht. Also, wie möchte ich gerne, dass man dann mal singt? Im letzten Abend ist der ja mit drauf, da hast du ja Fische gedrückt. Nee, ja, ja. Nicht, ne? Ging anders. Hast du als Gage bekommen? Was wollten wir jetzt gerade machen? Also, dann kamst du. Als Störer. Gerade verhandeln, Mensch. Wie war die Gage nochmal? Ich hab gerade noch die Route zwischen. Das ist das Schöne, wenn du samstags angeln geht, hast du noch Wochenende. Gehst du sonntags, weißt du, scheiße, morgen muss ich wieder arbeiten. Ja, das, ja, ist, ja, das ist der Unterschied. Das stimmt. Ne? Das ist immer ätzend. Ja. Du bist eh kaputt vom frühen Aufstehen, ja, ne? Und weißt du ganz genau, der Wecker geht morgen wieder um 5 Uhr. Ja. Mach mal einen Gruß an Sebastian mit seinen Kollegen, an Alfons. Flo sowieso und Marcel kennengelernt zu haben, war auch super toll. War sehr schön. Ne, ist entspannt hier angeln, ne? Ja, ja. Man ein bisschen rumlaufen kann, das ist nicht verkehrt, ne? Wir haben auch langsam eingepackt. Es war ein Bombentag mit echt super Typen am See. Angefangen von Flo, Marcel, Sebastian, Alfons kennengelernt. Die Kollegen vom Sebastian, alles Top-Leute mit Mordspaß und echt viel gelacht an dem Tag. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit dem Video. Wir hatten es auf jeden Fall an dem Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch und holt euch ein kostenloses Abo. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.